Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Und ich bin ein bisschen überfragt. Irgendwie haben meine Leute ganz schön ins Gesicht geklatscht bekommen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich jetzt erstmal nächtigen. Kann ich hier nächtigen? Hallo? Kann ich hier schlafen? Ja, guck mal, da kann ich schlafen. So, dann habe ich Programm, wenn gleich mein Essen kommt. Und hier muss mein externes CD-Laufwerk testen. Oh, das ist doch schön. Externe CD-Laufwerke sind doch was Schönes. Ich habe noch interne. Ich habe noch ein internes DVD- und Blu-ray-Laufwerk. Ich bin da auch stolz drauf. Ja, ich bin da super stolz drauf. So, gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch Sidequest, sehe ich gerade. Schwarzes Brett. Wir können uns ja mal das schwarze Brett angucken. Was die Leute hier so alles von uns verlangen. Wir kommen hier aus den Graslanden nicht mehr raus, ne? Merkt ihr? Bleiben einfach hart im Tutorial sitzen. So, Kalm, Rotpfeiler. Bei der Partie Blut der Königin hat man mir eine seltene und wertvolle Karte abgenommen. Gibt es jemanden, der sie mir zurückbringen kann? Was ist der für ein Spiel? Ah, nee, dafür musst du ein Spiel spielen, ne? Nee, das Spiel will ich nicht spielen. Unser Vieh wird in letzter Zeit häufig von Ungeheuern angegriffen. Das klingt schon eher nach mir. Du hast kein Laufwerk? Silent. Aber wie installierst du dann diese ganzen wunderschönen alten Spiele? Wie? Okay, ich glaube, ich muss jetzt erstmal aus Kalm raus und dann sehe ich mehr. Das Schöne ist, ich kann mich hier auch durch die Welt rollen. Welche alten Spiele hab ich? Wie? Wie, du hast keine alten Spiele? Bist du denn für einer? Okay. Hier haben wir den Auftrag des Farmers. Perfekt. So, dann speichern wir uns das gleich ein. Rufen Chocobro. Falsche Taste. Links und rechts vertauscht. Das passiert wieder, wenn man vergisst, wie das Ganze hier funktioniert, ne? Super Mario für N64, aber dafür brauche ich kein Laufwerk. Doch, dafür brauchst du eine N64, ja auch quasi ein externes Laufwerk. Nee, ich verstehe das Problem. Kickball Challenge! Verdammt. So, ich versuch's einfach mal. Wir gehen hier nochmal ein bisschen die Sidequest durch. Und dann wird es Zeit, dass wir über die Sümpfe wandern. Na, ey, Moment mal, ich kann mich doch da auch einfach ganz blöd hin teleportieren, oder? Siehste. Spielst du, Taki, spielst du auch noch Morhun? Spielst du auch Morhun? Ach, ernsthaft, da kann ich nicht runter. Doch, hä? Gibt es da draußen noch jemanden, der Morhun spielt? Danke, André. Okay, L1 ist für den Kampf. Gut, weiß Bescheid. Hier war ich doch schon mal, ne? Ach, ihr seid's. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Hallo, Oliver. Es ist auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Ja, Ungeheuer. Da kommt es doch schon. Da. Oh nein, es ist wieder, jetzt seht ihr es nicht mehr, ne? Es ist rechts im Bild lang gewandert. Du hast noch eine Morhun-DVD. Siehst du? Und wie willst du die jetzt spielen? Danke. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgerecktes Bürschchen.
Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Du hast es nicht, aber du würdest es spielen. Ey, aber Silent, musst du... Das ist auch ein Retro-Game. So, was ist hier passiert? Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Probiere, ob dein Chocobo eine Witterung aufnehmen kann. Ja gut. Gar kein Problem. Da ist Chocobro. Und jetzt fangen wir an zu wittern. Ich glaube, er hat was. Aha. Ich habe ebenfalls eine Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Such die Punkte für Titan. Okay. Blechwalze, grüß dich. Na, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut, mein Freund. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Oh nein, Cloud ist traurig. Kann doch nicht machen. So, wir haben Ungeheuer besiegt. Ob das die Ungeheuer sind, die wir besiegt haben wollten, wissen wir noch nicht so ganz. Setz mal Flammenblitz ein. Beim nächsten Mal, wenn ich es nicht vergesse. Ach so. Los, Chocobro. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Nein! Lauf jetzt! Ja! Manu! Oh, ey, ich hab immer das Gefühl, als würde ich mit dem Analogstick übersteuern, ne? Dass er super sensibel ist oder sowas. Hier gibt es ebenfalls Spuren eines Kampfes. Dann schnuppern wir doch mal weiter hier. Aha, eine neue Fährte. Dass Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Ach, warum sollte es uns auf den Holzweg führen? Das ist unser Chocobro. Der Chocobro macht sowas nicht. Der Chocobro zeigt dir nämlich, wo der richtige Weg ist. War das? Ich sollte irgendwas. Flammenblitz? Wie war. Ja, aber Flammenblitz habe ich nicht. Glaube ich. Volle Konzentration. Das wird so nichts. X und dann Fertigkeit. Und dann Flammenblitz. Hey, stimmt da. Drängt die Klinge in einen mächtigen Angriff Feuer. Krass, Feuer und Blitzelementar. Ja, dann ab geht die Post. Ziemlich schwach dagegen.
Ey, die ist ja richtig fett. Ist ja krass. Vielleicht soll ich das mal in meine Schnellleiste packen oder sowas. So, ey, wie... Warte mal ganz kurz, das ist doch eigentlich mega, mega nice. Wo haben wir es denn? Waffenmodifikationen, Kampfeinstellungen, Cloud. Guck mal, hier, da kann ich doch hier, kann ich doch dann Fertigkeit, Flammenblitz reinpacken. Sag ich doch. Ha! Easy. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, dann schnuppern wir nochmal. Chocobro sagt da entlang. Ab geht die Post. Ich reite los auf meinem Chocobro. Ja, die ignoriere ich jetzt. Und immer schön die ganze Zeit Dreieck hämmern, damit man alles einsammelt, was man auf dem Weg mitnimmt. Oh. Da. Da liegt was. Ach, das sieht ja süß aus. Oh, müssen wir das jetzt verprügeln? Ja, scheint so. Ach, guck mal. Ach, guck mal, das ist ein Flauschewolf. Das ist ein Flauschewolf. Erstmal Analyse da drauf. Einfach um zu gucken. Immun. Ja, wunderbar. Guck mal, der ist so flauschig. Ey, komm. Wollen wir den nicht lieber knuddeln? Da wollte ich eigentlich ausweichen. Ey. Hat irgendwie nicht so gut geklappt. Alter, wie viel Schaden der rausfeuert, der Junge. Meine Fresse. Nee, hier nix killen bist du. Ich beiß gleich in deine Kehle, Kollege. Aua. Junge, der hat aber auch ordentlich hier Schmackes. Wep. Moment. Fangen wir nicht so, Kollege. Schmetterbrüllen. Und Kugelkeule. So, hast du jetzt davon. Und hier. Wie der immer wegspringt, der Drecksköter. Ich glaube, Magie wäre doch gar nicht mehr so schlecht. Hier einmal mal drauf blitzen. Nee. Bleib du mal weg von dem Kollegen. Na, lädt er sich wieder auf oder was? Jetzt tut er aber aufladen, oder? Macht er wieder seinen Kehlenbiss? Ey, sag mal, was knabbert der denn ständig an meinen Leuten rum? Sag mal, schmecken die oder so? Ich verstehe es nicht. Hä? Alter. Boah, fuck. Scheiß die Wand an, Alter. Okay, Gegenstände. Geht nicht anders. Ist das alles? Das Spiel muss das beenden.
Oh. So, Barrett haut da nochmal einen Blitz drauf. In your face, Kollege. Guten Abend, Alexander. So, jetzt kann ich aber. Mir geht's normal, würde ich. Wird es besser gehen? Experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten die Bergarbeit, nicht gelöst, wie ich zugeben. Mir geht's auch ganz gut eigentlich, aber Arbeit. Also ich habe erst vor einer Viertelstunde, nee, vor 30 Minuten angefangen. Den Chocobos ja mal in die Leere gehen. Vor 30 Minuten erst angefangen zu streamen. Das ist super doof von der Zeit her eigentlich. Was machen Sachen? Ich mache ein Final Fantasy. Finaru Fantasy 7. Lass ich mir gerade richtig hart ins Gesicht klatschen. Einfach weil ich einfach hart ins Gesicht geklatscht bekomme. Aber ansonsten, ja, mir geht's gut. Und kann mich insgesamt nicht beklagen. Boah, seit ein paar Minuten erst zu Hause. Ich bin aber auch irgendwie, also wir sind um 19 Uhr rum, sind wir los. Dann habe ich noch ein bisschen zu Hause was arbeiten müssen. Und während ich halt eben nebenbei Essen gemacht habe. Und ja, also von daher, ich verstehe das. Irgendwie ist, denke ich immer, ach ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Und irgendwie ist dann auch schon wieder so unglaublich spät Abend. Aber, ne, es kommt. Ich habe ja gesagt, dass es kommt, also kommt es auch. Ich muss mal echt hier ein bisschen. Ich muss mal wieder ein bisschen Kram ranholen. Ausverkauft. Egal, reden wir jetzt ja, erstmal hier mit dem Dude. Ja, Trinkpause. Okay. Hey, ich wollte doch gar nicht. Runter da, Cloud. So geht das hier nicht. Oh, ihr habt das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Schaut mal nach ihm, ja? Jetzt haben wir schon wieder eine Sidequest bekommen. Für eine Sidequest oder was? Heißt das, ich muss jetzt nach Kalm, um zu gucken, wie es ihm. Ah ja, stimmt. Dem geht es wirklich nicht so gut. Der hat ja angefangen, da rumzukeuchen wie nichts Gutes, ne? Als wir das letzte Mal da waren. Komm, gehen wir mal zu ihm rüber, fragen, hey, Dude, ist alles okay, Dude? Ja, aber was machen wir? Endlich fließt das Marco wieder. Sein Rumgehuste klang schon echt nicht gut. Euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Haben gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Ja, komm, ey, der hat uns das Leben gerettet, der Dude, ne? Danke. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühlen. Also. Ich sag mal.
Die Sidequests sind schon ein bisschen sehr generisch, ne? Renn von A nach B, mach Dinge, tu Zeugs. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen wie bei MMOs, ne? Sobald sie freigespielt sind, kannst du die auch nicht einfach links liegen lassen. Weil du ganz genau weißt, du bekommst Gil, du bekommst Erfahrungspunkte, du bekommst all möglichen Kram, der dich später vom Grinden abhalten wird. Oder halt eben so Kleinigkeiten liefert oder sowas. Moment, wo müssen wir denn überhaupt hin? Gucken wir nochmal eben ganz kurz. Da nach oben. Ja, komm, dann machen wir das doch direkt. Es nervt aber sehr. Ja, geht. Also ich sag mal, es geht. Es kommt immer darauf an, wie die Sidequests angelegt sind. Wenn ich so überlege, Final Fantasy 16 zum Beispiel hatte zumindest in der ersten Hälfte des Spiels ein sehr gutes Sidequest-Management. Erst so im letzten Drittel wurden die Sidequests wirklich nervig und monoton. Deswegen ich dann auch gesagt habe, dass ich die nicht mehr spiele. Aber ich sag mal, wenn sie halt eben so ein bisschen zur Welt beitragen, dann geht das ja immer. Ich bin so froh, dass jemand streamt, den man gucken kann. Wieso? Wen kann man denn nicht gucken? Besonders heute. Ach, kann ich dich auf irgendeine Art und Weise ablenken? Das finde ich super. Wie ist das davor? Wip. Ach, kack, Dienstplan. Uff, ja. Das wird auch noch witzig. Also ich habe aktuell keinen Dienstplan. Und, Oh, hi, Mark. Hallo, Eldanesh. Ehrlich gesagt, ich versuche die immer mitzunehmen, damit sich das Spiel möglichst lange hält. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Wenn ein Spiel gut ist, dann will man halt eben auch mehr. Ich fand zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn war das ganz besonders, weil die Sidequests halt eben auch noch viel zu der Welt beigetragen haben. Also, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was die Sidequests machen. Das hier ist halt eben so, ja, du machst halt eben Kram. Also, du machst jetzt nichts, was nicht auch jeder andere tun könnte. Aber du machst das jetzt halt eben. Ne? Das ist okay. Das kann man mal eine Zeit lang tun. Aber ich denke mir halt eben so, auf Dauer machen die dann keinen Spaß mehr. Seid ihr Freunde von Broden? Freut mich, dass ihr gekommen seid. Was sagt ihr? Ist sie nicht schön? Die Mühle stammt noch aus Zeiten der Republik. Sie unterscheidet sich grundlegend von allen Entwürfen Shinras. Ich werde alles daran setzen, damit sie sich wieder dreht. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Mir fehlt ein Bauteil des Innenkrühwerks. Das ist nirgendwo zu bekommen. Aber ihr werdet mir ja glücklicherweise helfen, das Bauteil zu beschaffen. Danke. Noch irgendwelche Fragen? In Final Fantasy 14 lässt die Sidequests liegen. Auch gut. Dann viel Erfolg. Diese Naiko schmeckt. Ich habe alles mit angehört. Na toll. Informationen über die Republik. Analysiert bitte eine der Lebensquellen. Dadurch findet ihr nicht nur die Standorte der Synthesechips. Auch bei der Vervollständigung der Weltberichte wird es nützlich sein. Lass uns mit den Lebensquellen weitermachen. Von mir aus gerne. Also. Ich verstehe, dass man die Sidequests in Final Fantasy 14 skippt. Weil? Ich glaube, das würde ich auch. Also das tue ich nämlich auch. Hat so ein bisschen damit zu tun, du hast halt eben einen Haufen davon. Und effektiv bist du mit der Main Quest eigentlich sehr gut bedient. Und die restlichen Erfahrungspunkte, die dir fehlen, die machst du mit Dungeons. Da brauchst du gar nicht, also brauchst du das ganze Sidequesten eigentlich gar nicht, ne? Aber auf der anderen Seite bin ich glücklich, dass die da sind,
weil Final Fantasy 14 gerade am Anfang sowas wie Sidequests und sowas mich nicht hatte. Von daher, also ein Stück weit kann man schon glücklich sein. Also ein bisschen sollte man schon glücklich sein, dass es die gibt. Aber ich verstehe, wenn sie nicht jeder, nicht jeder spielt, so. Ausgrabung einpflanzen, Siedlung. Hier in der Nähe ist anscheinend ein Synthesechip vergraben. Ein Chocobo sollte in der Lage sein, ihn zu riechen. Ist die richtige Stelle erst gefunden, kann er ihn in Blumen mit dem Schnabel ausbuddeln. Ich wünsche viel Erfolg bei der Suche. Danke! Okay. Mit Hilfe Geruchssinn. Ey, komm, ganz im Ernst. Das wissen wir doch mit dem Geruchssinn. Du wirst sie aber später trotzdem in einer anderen Klasse. Klar. Ja, gerade so die Anfangsquests, ne? Weil so die ersten 10 Stufen bist du dann ja doch wieder am Suchen. Okay. Ha. So, eins. Alter, kann mal jemand diesen ollen Hope-Verschnitt ausstellen? Damit könnt ihr den Gegenstand herstellen, den Mildred sucht. Jetzt müsst ihr nur noch die Materialien finden, die man dafür braucht. Wenn ihr Schwierigkeiten bei der Lokalisierung der Zutaten habt, dann analysiert eine Lebensquelle. Wo könnten hier was sein noch? Ach, warte mal. Whip. Ach, komm schon. Ist okay, hab's verstanden. Die Chocobo kann nicht fliegen. Warum kann das Chocobo nicht fliegen? Ich habe die letzte auf 60 gebracht. Erstmal. Was heißt, welche letzte? Also die letzte Klasse. Die letzte Klasse hast du auf 60 gebracht. Ja, ich weiß nicht. Ich hab aktuell für Final Fantasy 14 irgendwie nicht so das Durchhaltevermögen. Aber vermutlich werde ich Samstag nochmal Final Fantasy 14 reinfeuern. Zumindest war das eine Bitte von Aya. Ein Wunsch von ihr. Und dem Wunsch möchte ich nachgehen, weil es kommt. Samstag bist du nicht da, das glaube ich dir nicht. Du wirst auf jeden Fall irgendwann da sein. Ah nee, warte mal, der Ninja kommt, ne? Ist der Ninja nicht zu Besuch? War da nicht irgendwas? Das Dufti-Baby? Quasi. Nein. Schön wär's.
Aber nein, das Dufti-Baby leider nicht. Das dauert leider noch ein bisschen. Erst am 27. Ach, dann bist du beim... Dann bist du beim Ninja. So rum war das. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass er noch zu deinem Haus kommt. Oder du zu seinem Haus. Scheinbar du zu seinem Haus. Den Fort hier Kühe, ich habe dringende Dinge zu erledigen. Ich kann mich auch einfach zur Windmühle porten. Verarsch mich jetzt nicht. Moment, das probiere ich aus. Oh, na gut. Ups. Ey, aber wir mögen doch diese wunderschöne Landschaft hier. Das hat mich damals bei Elder Scrolls Oblivion irgendwann richtig genervt. Du hast ja gar nichts von dieser richtig geilen, krassen, super coolen Open World gesehen, weil du ständig nur von A nach B geportet bist. Na, die Story ist so dünn. Und Skyrim genauso. Synthesechip habt ihr ja bereits gefunden, oder? Dann geht es gleich weiter mit der Synthese selbst. Die notwendigen Materialien könnt ihr euch von einem Quetzalcoatl besorgen, der hier in den Graslanden herumschwirrt. In letzter Zeit sieht man ihn wegen des Marco-Reaktors allerdings kaum noch. Wollt ihr euch trotzdem auf die Suche machen? Lass uns mit den Lebensquellen weitermachen. Ja. Okay, dann habe ich keine weiteren Fragen. Auch gut. Dann viel Erfolg. Jeder Punkt auf der Karte ist ein Schnellreisepunkt. Aber was habe ich denn jetzt verpasst? Und wollen wir nicht einfach weiterspielen? Wollen wir nicht einfach mal mit der Story weiterkommen? Wir sind hier nur wild am Sidequesten. Und ich meine, wir sind ja quasi noch im Tutorial hier, ne? Du musst Synthese machen. Ich muss Synthese machen, Moment. Das kann ich doch von hier, oder? Synthese? Synthese. So, Schlüsselgegenstand. Oh. I see. Ja, dann. Machen wir mal ein bisschen Synthese, ne? Ah, okay. So, hier fehlt mir Material. Genau, dafür brauche ich die Quetzalcoatl-Kralle. Dafür fehlt mir die Quetzalcoatl-Kralle. Und die befindet sich dann, wo hat die gesagt, irgendwo beim Makoreaktor. Wo ist denn der Makoreaktor? Ich glaube, ich rede nochmal mit ihr. Ey, du, wo Reaktor, wo Flugflapflap zum Verprügeln? Dafür muss die Quellen besuchen. Das selbst wird nicht mehr produziert, aber ihr solltet es herstellen können. Damit ihr anfangen könnt, braucht ihr einen Synthesechip. Der verrät euch die nötigen Materialien und dann müsst ihr sie nur einsammeln. Ja, okay. Danke. Auch gut. So, da muss man gucken, wo sind die denn? Die Kristalle. Das hier war so ein Kristall, ne? Quelle des Feldschattens.
Warte mal, dann habe ich hier noch einen Kristall. Und da drüben noch einen Kristall. Und da oben noch einen Kristall. Okay, dann fange ich erstmal mit dem hier an, weil der ist relativ flott rangeholt. Und ich sollte mir vielleicht den Spaß auch auf der Karte markieren, damit ich das auch wiederfinde. Ich finde es nebenbei sehr, sehr, sehr schön, dass sobald man den Wegpunkt erreicht hat, die Kartmarkierung auch direkt abgelegt wird. Weil ich kenne mich. Wenn es heißt so, ja, du hast fünf... Oh, Vogel. Ach, Vogel, ja klar. Das heißt, wir sind in der Nähe von so einem... Komm schon, Chocobo. Jetzt reicht's hier aber langsam. Das heißt, wir sind in der Nähe von so einer Quelle. Da. Wo war ich jetzt? Genau, dass das automatisch weggeht, weil sonst würde meine ganze Karte nur voller Pins sein. Ich wäre zu blöd, die abzunehmen. Ich schaff das nicht. Ich bin so ein Wegpunkt-Messi. Shit! Da war ja was. So super confident schon mal einen Kaffee schlürfen, ohne... Das Ökosystem der Graslande. So, das Ökosystem der Graslande. Im Gegensatz zum stark verschmutzten Midgar ist die Natur in den Graslanden immer noch intakt. Die von der zentralen Bergkette entspringenden Wasserläufe halten die Landschaft üppig grün, weshalb hier auch viele Wildtiere beheimatet sind. Darüber hinaus gibt es viele Farmen in den Graslanden, deren Produkte aus der Viehhaltung berühmt für ihre hohe Qualität sind. Der südliche Teil des Landes ist weitläufig von Feuchtgebieten geprägt, in denen einst viele Fähren und Chocobo-Kutschen zum Einsatz kamen. Mit zunehmendem Ausbau der Luft- und Wasserwege für den Transport sank für die Menschheit jedoch die Notwendigkeit, die Sümpfe überqueren zu müssen. Heute treibt dort eine menschenfressende Riesenschlange namens Midgardsommer ihr Unwesen. Weshalb sie sich niemand mehr in die Nähe der Feuchtgebiete wagt. Wer es doch tut, sollte äußerst vorsichtig walten lassen, um nicht in den bodenlosen Morast zu versinken. Leute, das kann man so falsch verstehen, das glaubt man gar nicht. Die menschenfressenden Feuchtgebiete. So, das war die Quelle. Dann gehen wir jetzt zu der Quelle da unten. Vom Urdrachen zur Riesenschlange. Ja, aber Riesenschlange passt doch zu Feuchtgebieten. Silent. Es war komplett verstört. Ja, huhu, du mich auch. Oberhalb war noch eine Quelle, die ich übersehen habe. Guck ich gleich mal. Kalestra, grüß dich. Ist dir bewusst? Ja, ich habe keinen coolen Namen für Barrett gefunden. Außerdem war der Streamtitel zu lang. Deswegen habe ich mich für Soldat, Bardame und Letzter ihrer Art und Versuchsobjekt entschieden. Minenarbeiter. Ey, du hast voll recht, Minenarbeiter. Das habe ich ja voll vergessen. Kohlebergwerk-Facharbeiter.
Reißt bitte keine alten Wunden auf. Gab es nicht? Oh nein, 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 André. Oh, pfui, pfui, pfui. Mach das bitte nicht. Tu das bitte nicht. Cloud, ich habe mir die Lebensquelle noch einmal genau angeschaut. Stell dir vor, in der Nähe hat sich ein Quetzalcoatl niedergelassen. Eine einmalige Gelegenheit, mehr über diesen seltenen Vogel aus den Graslanden herauszufinden. Bitte untersuch das. Ah, vermutlich gibt es dort in der Nähe auch das Bauteil für die Windmühle. Mildred wartet doch sicher schon sehnsüchtig in den Graslanden darauf. Du solltest keine Zeit verlieren. Ey, ich muss zugeben, ne, zu dem... Bei der Verfilmung. Also. Ah. Also. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, fand ich, war Wolke Hegenbart. Wolke Hegenbart, glaube ich. Eine unglaublich coole Schauspielerin. Die fand ich mega cute und hast nicht gesehen und fand. Ui. Ja, ganz toll. Und alleine den Trailer fand ich so unglaublich. Ja. Okay, ich laufe erstmal ein bisschen weiter, bis die Leute gleich wieder da sind. Und dann erzähle ich nochmal was. As soon as possible. Nee, so, wo müssen wir jetzt hin? Guck mal, wir haben hier drüben haben wir noch einen Punkt. Da können wir doch auch nochmal rüberlaufen, glaube ich, ne? So, und es wurde gesagt, ich habe noch irgendwo... Stimmt, hier oben habe ich noch einen vergessen. Das ist ja wild. Also, Wolke Hegenbart. Ich glaube, die hieß so. Die Wolke Hegenbart. Fand ich, war eine Zeit lang eine unglaublich gute Schauspielerin. Ja, ich habe die echt irgendwie ganz cool gefunden. So als Schauspielerin. Und dann kam dieser Trailer zu Feuchtgebiete oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. Und ich habe noch nie einen Trailer so abstoßend gefunden. Also. Ich weiß, ne, also das Weirde an der ganzen Geschichte, das Weirde an der ganzen Geschichte ist, ja, man muss sagen, Menschen sind schon ziemlich eklig. Und das, was so von ihnen herauskommt, ist auch nicht unbedingt das Leckerste der Welt. Ja, und klar, aber ganz im Ernst, das muss man mir nicht sagen. Das weiß ich auch von alleine. Das weiß ich auch ganz von alleine. So, und dann muss man dann nicht einen ganzen Film draus drehen und hast nicht gesehen. Das war einfach... Nein, das war einfach nur ekelhaft. Das war einfach nur ekelhaft. Das braucht man einfach nicht. Das braucht man einfach nicht. Ey, ich habe mich auch gefragt, wer ist diese Person? Wer schreibt sowas? Kupferbecher, ein wunderschön. Wer schreibt sowas? Das ist doch übelst traumatisierend. Stellt euch einfach mal diese Situation vor, ihr seid hier, keine Ahnung, der Film ist ab 12 gewesen. So, ihr seid 12 Jahre, ihr habt noch gar keine Ahnung von dem ganzen, von so junge Mädchen und so weiter. Ja, also klar wisst ihr schon, was, aber ich meine jetzt, ne? Das braucht man doch nicht! Das sind Erfahrungen. Alter, lasst die Leute doch erstmal Spaß haben, bevor ihr die damit traumatisiert. Gab es eben die Szene mit der Avocado? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ey, ich habe das Ganze bis jetzt wieder verdrängt. Ich habe das verdrängt. Na toll, jetzt muss ich erstmal
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach Mann. So, ich habe jetzt da unten noch einen. So, ich prügel jetzt diesen Quetzalcoatl kaputt. Oder eher mich. Genau, erstmal posttraumatisches Stresssyndrom. Noch lacht ihr. Nebenbei das Lied, ne, was hier mal läuft, heißt Hollow. Nur so, weil ich da gegebenenfalls einen kleinen Ohrwurm von hatte. Ach shit, nee, ich muss ja da runter. Alter, was ist denn das für eine Arena, bitte? Genau, das Lied von Remake, das was am Ende läuft, das heißt Hollow. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass das Lied von Misty Mountain ist. Ja, das passt ganz gut. Also ein bisschen, oder? Ein bisschen Ähnlichkeit ist doch da. Das müsst ihr doch jetzt mal zugeben. Ey, was ist das denn? Feuerwerk! Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landstriche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Weißt du, das sind so, das sehe ich, auch wenn es jetzt so cool überlegt ist, von wegen, ja, wir lassen die ganzen die ganzen Beschwörungen nochmal ein bisschen tiefgründiger werden. Das finde ich ein bisschen zu aufgesetzt an der Stelle, so ein Stück weit. So, man muss nicht immer alles erzählen, ja, von dem Ganzen. Also es muss nicht alles komplett bis ins kleinste Detail begründet worden sein. Also für mich waren Aufrufe Teil von Magie. Da muss ich jetzt nicht noch irgendwie solche Folklore, die nichts effektiv beiträgt, erlernen. Da finde ich solche Sachen wie hier am Anfang von der Republik, yada, finde ich das schon ein bisschen cooler. Und wenn mich jetzt jedes Mal Chatley anruft, na, wenn ich so ein Ding kaputt trete, dann komme ich zu Hoyo und trete den so richtig ins Gesicht. Muss ich da jetzt hinterher? Nee, ne? Ja? Ist nicht dein Ernst? Puh, na gut. Oh. Oh, krass. Ach stimmt, das ist das, wo... Ich hab mich schon gefragt, wo war denn eigentlich nochmal dieses Reaktionsspiel? Oh, krass, okay. Da ist es. Analysieren, ja sicher. Das, wo man diese Tastenkombination lernen muss.
Mhm. Bam. So, super, wieder ein bisschen was abgeschlossen. Ey, aber auf der anderen Seite, was ich ganz cool finde, ist ja... Damit konnte ich mein Wissen um die Esper enorm erweitern. Ohne dich wäre das unmöglich gewesen, klar. Was ich mega cool finde, ist auf jeden Fall, dass die Quests sich nicht so krass in die Länge ziehen, ne? Ja, und danke fürs GG. Aber ich finde manchmal, ich finde eigentlich... Eigentlich, die Dinge habe ich bisher immer auf Anhieb geschafft. Bis jetzt. Mal gucken, wie das wird, wenn ich noch andere Tastenkombinationen und so weiter habe. Das wird spannend. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns gleich nochmal um Quetschekottel. Du hast den Klebezettel... Nein! Ey, das brauchen wir doch gar nicht. Man muss nur den Takt treffen. Das war jetzt ein Viervierteltakt. Aber ich bin musikalisch total unbegabt. Nee, eigentlich war das, glaube ich, ein Eintel. Alter, wo will ich denn jetzt hier lang? Können wir uns mal für den Fußweg entscheiden? Okay, du findest es schwierig, weil du auch die Tasten nicht findest. Ja gut, wenn man die Tasten nicht findet, ist das nochmal eine ganz besondere Herausforderung an der Stelle, ne? Eine analoge Uhr als Referenz genommen. Okay. Wo ist er jetzt, der Quetschekottel? Der Quarkhödler? Und wenn nicht, ist mir das auch egal. Jetzt erstmal eine kleine Pause, Freunde. Freunde der Sonne, einmal kurz Päuschen muss sein, ne? Nicht vergessen, bis gleich.